Ja, hallo, Grüße. Ja, dann mal willkommen erstmal soweit zum neuen Projekt, das wir jetzt hier auf dem Kanal haben. Ich hatte es ja in die Umfrage gegeben, ein paar verschiedene Titel, die ich mir demnächst natürlich auch mal ansehen will, die wir mal spielen wollen. Und ja, da hat im Prinzip Arx Fatalis relativ eindeutig, sagen wir mal, gewonnen. Und ja, ist sicherlich ein Spielname, den der ein oder andere sicherlich auch schon gehört hat. Sicherlich auch aus dem Grund, warum es die Umfrage ge gewonnen hat. Ja, und ich habe halt auch schon davon gehört. Gespielt habe ich es praktisch jetzt wirklich noch gar nicht. Ich hatte da, ich bin mir gar nicht mehr sicher, irgendwo Gerogon oder so hat es unter anderem, denke ich mal, gespielt. Ich hatte dort ein bisschen reingesehen, aber ich glaube nicht, dass ich mir da einen kompletten Playthrough oder so angesehen hatte. Also, beziehungsweise bin ich mir relativ sicher, vielleicht mal so ein paar Folgen am Anfang. Und weil ich es dann in gewisser Weise auch interessant fand, das vielleicht selber mal zu spielen. Und ja, das gibt es ja unter anderem auf Good Old Games. Ich hatte da so ein bisschen ein paar verschiedene Sachen darüber gelesen, wie gut das jetzt original laufen soll oder wie auch nicht. Ist jetzt für mich im Prinzip auch erstmal egal. Ich habe jetzt mir dieses sogenannte hier Arx Liberatis dazu geholt. Das ist im Prinzip ein, sagen wir mal, größerer Patch, beziehungsweise vielleicht kleine Mod schon, kann man sagen. Die wird sich wohl so ein bisschen um diese, sagen wir mal, Stabilität und, sagen wir mal, als auf modernem Betriebssystem und sowas kümmern. Darüber hinaus gibt es wohl diese Sache mit dem verbesserten Magieerkennungssystem, was wohl teilweise in der praktischen Anwendung, ich sag mal, im alten Originalspiel immer so ein bisschen für Schwierigkeiten wohl gesorgt hat. Da ich es nie gespielt habe, kann ich das nicht beurteilen, aber wenn es viele Leute sagen, wird da schon irgendwie was dran sein. Das ist ja eins dieser besonderen Features des Spiels, dass man sich quasi diese Zauber dann mit diesen verschiedenen Runen dort auf dem Bildschirm wirklich malt. Und ja, da ist natürlich schon irgendwie wichtig, dass dann die Erkennungsrate so ungefähr irgendwo auch da ist. Na, wenn man irgendwas malt, was am Ende bloß ein gerader Strich ist und das Spiel erkennt es nicht, dann wird es natürlich schwierig und bei etwas komplexeren Runen wird es natürlich wahrscheinlich dann noch schwieriger. Hoffen wir also mal, dass das soweit passt. Ansonsten habe ich mir jetzt, wie schon gesagt, in dem Spiel selber noch nichts weiter angesehen. Ich habe mir in das Handbuch und so mal reingesehen. Da waren glücklicherweise, also ich hatte vorher fast online ein bisschen gesucht, aber war gar nicht notwendig gewesen, weil in dem Handbuch selber stehen zum Beispiel diese ganzen Fähigkeiten, Attribute, wirklich so mit kompletten Tabellen, was das alles macht und so ein bisschen da beschrieben, sogar bis hin zu, was weiß ich, alle Waffen, wie viel, sagen wir mal, Stärke oder irgendwas man da braucht. Das war schon mal ganz interessant, weil ich halt so ein bisschen wissen wollte, wie wir dort vielleicht unseren Charakter erstellen wollen. Also jetzt nicht, was wir uns im Spiel selber erwartet, sondern halt wirklich diese Sachen so, damit man halt jetzt nicht unbedingt dann nach 50% des Spiels merkt, wir haben irgendwie einen Charakter so erstellt, dass wir nicht mehr weiterkommen, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Und ich hoffe mal, dass uns das jetzt nicht passiert, weil es ist ja kein ganz modernes Spiel, also kann man ja davon ausgehen, dass man sich möglicherweise verskillen könnte. Aber gut, von daher, da kommen wir natürlich jetzt gleich nochmal dazu, wenn wir einen Charakter erstellen. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, alles blind. Ich hatte schon mal auf neues Spiel geklickt und dort erstellt man wirklich als allererstes diesen Charakter und was danach kommt, habe ich jetzt noch nicht weiter gesehen. So, stelle ich mal den Ton des Spiels an. Also momentan hört man wahrscheinlich nur so ein kleines Hintergrundrauschen. Ja, das Spiel hat sozusagen dann im Prinzip von den Einstellungen her Soundeffekte, Sprache und dann halt Umgebungsgeräusche. Also, was weiß ich, wenn halt irgendwo im Hintergrund irgendwas, irgendwie Wasser fließt oder so, oder ich denke halt wahrscheinlich, also statt normaler Musik, dann mehr so Ambient-Geräusche, so ein bisschen außenrum. Passt sicherlich wahrscheinlich auch von der Stimmung her sehr gut und ja, von daher werden wir uns da auf jeden Fall mal umsehen. Andere interessante Features natürlich, also für diejenigen, die es jetzt gar nicht kennen sollten, ist halt ein First-Person, ich sag mal mehr oder weniger Action-Rollenspiel. Mit so Besonderheiten, dass wenn man nach unten schaut, tatsächlich seine Beine sieht. Das ist ja mal ein Feature, was es, wie schon gesagt, schon damals gab, aber niemand baut es ein. Aber na gut, das werden wir uns jetzt natürlich gleich mal ein bisschen mit ansehen. So,
Das heißt, wir gehen mal hier auf neues Spiel. Wir werden dann mal on the fly schauen, wie das jetzt mit den Lautstärken und so weiter ist. Weil, wie schon gesagt, ich wollte halt jetzt auch nicht das Spiel schon richtig starten und alles. So, das ist mal unser Charakter hier. Wir können hier mit Aussehen dann uns verschiedene Gesichtchen dort nehmen. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip hier vorne diese, ich sag mal, das sind diese, so diese abgeleiteten Attribute: Rüstungsklasse, Magieresistenz, Giftresistenz, Lebensenergie, Mana und Schaden, ich denke so Bonusschaden oder wie auch immer. Das werden wir dann mal sehen. Hier oben sind unsere Hauptattribute, sind jetzt nicht extrem viele: Stärke, Intelligenz, Geschick und Konstitution. Und da wir natürlich nur einen einzigen Charakter haben, wird es schon Sinn machen, dass wir hier ein bisschen ein paar Punkte verteilen, nicht einfach nur alles in eins stopfen. Bei den Skills werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr selektieren. Ja, und jetzt am Anfang hat man hier 16 Punkte, die man erstmal auf die Attribute mit verteilen kann. Und das klingt jetzt natürlich erstmal in Anführungszeichen schön viel. Dann denkt man, ah, na, ist ja klar, hier haut man erstmal ein bisschen was rein und dann während den Spielen, das ist gut, dass ich das noch herausgefunden hatte, kriegt man dann noch jede Menge dazu, aber nein. Ich finde es auch theoretisch mal lustig, dass man mit Stufe 0 anfängt. Das macht natürlich die Rechnerei für viele Sachen, sagen wir mal, teilweise ein bisschen leichter, ne? Der Maximal-Level, also meine höchste Stufe, ist nämlich tatsächlich nur Stufe 10. Und da ist es so, dass man pro Stufe, die man jetzt dazu bekommt, nur noch einen einzelnen Attributspunkt bekommt. Man bekommt durchaus einiges an Skillpunkten, aber Attribute dann nur noch einen pro Stufe. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen überlegen, wie man da vielleicht rangeht. Genau, also wir werden sicherlich so ein bisschen hier Stärke, vor allen Dingen am Anfang mit präferieren, zumal wir mit, ich sag mal, 14 Stärke dann mehr oder weniger fast alle Waffen tragen können und wir wollen natürlich schon irgendwie ein paar, ja, was weiß ich, starke Waffen oder so dann auch haben und ja, das werden wir mal sehen. So, ich habe mir das jetzt schon mal so ein bisschen hier einfach als Screenshot gemacht, was ich so machen wollte und wie man sieht, gehen dann im Prinzip hier unten dann auch die entsprechenden Dinge mit. Also zum Beispiel hier dieser Nahkampf steigt natürlich daran. Objektwissen steigt mit fast allen, das werden wir auch brauchen. Das ist ein wichtiger Skill für uns. So, jetzt schauen wir mal. Dann wollte ich 10 Intellekt, weil es vor allen Dingen besonders viel von diesen Objektwissen dazu gibt. So. Und dann machen wir noch 9 Geschick und 9 Konstitution. Konstitution gibt halt hauptsächlich, also es gibt auch hier dieses Verteidigung irgendwie mit dazu und hauptsächlich bestimmt es die Lebenspunkte, so wie Intelligenz jetzt das Mana bestimmt. Hier sehen wir 10, kann man 10 Mana und das wird mit jeder Stufe, die man erreicht, dann sozusagen als Faktor verdoppelt. Also mit Stufe 1 haben wir dann halt 20, wenn wir wieder bei 10 sind und so weiter. Und hier ist der Faktor halt 2 mal Stufe. Also man sehen, geht jetzt hier 14, 16, 18 natürlich. Genau, das ist erstmal das hier. So, dann von den Skills habe ich jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe das hier einfach mal noch auf 35 hochgesetzt. Hier war ich bei 22. Magie. Das ist wohl wichtig, dass man dann höhere Zauberlevel lernen kann. Also, und im Prinzip jede 10. Skill-Stufe hier ist sozusagen dann ein Level. Also mit über 20 könnte man jetzt Level 1 und Level 2 Zauber lernen. Und man sollte wohl selbst, wenn man nicht unbedingt Magier hauptsächlich ist, trotzdem, wenn es geht, mindestens auf 30 oder so kommen. Wir fangen jetzt mal mit dem Wert hier an und schauen mal, dass wir uns dann dahin arbeiten. Fingerfertigkeit, Fertigkeit beim Öffnen von Türen und Entschärfen von Fallen. Ja, das ist so eine Frage, wie wichtig das ist oder was wir eventuell für Möglichkeiten haben, das vielleicht nochmal ein bisschen zu umgehen. Das weiß ich jetzt nicht, kenne ich mich nicht so genau aus, aber ich würde mal sagen, tendenziell erhöhen wir das einfach nur noch ein bisschen. Ja, und dann eben dieses Objektwissen, wie wir hier sehen. Was mal ein bisschen komisch ist, hier nehmen wir mal einen Punkt hin. Dann geht es mal nicht, dann steigt es wieder um 2 an.
Aber ich denke mal so im Groben und Ganzen ist das schon eins pro Punkt. Das liegt, denke ich, daran, weil die hier teilweise diese Skills alle immer so teilweise auch so halbe Punkte und so mit drauf kriegen. Da wird das wohl so ein bisschen zusammenhängen. Na gut, das wären jetzt erstmal soweit die Werte, die ich mir jetzt hier vorgefertigt hatte. Also wir werden sicher diese Fingerfertigkeit noch weiter erhöhen. Dieses Objektwissen, das ist ja wirklich interessant für gewisse Waffen und so weiter oder andere Gegenstände, braucht man ein gewisses Objektwissen, um die überhaupt zu benötigen bzw. zu identifizieren. Und soweit ich gelesen habe, ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit, Dinge zu identifizieren. Also man kann nicht zu irgendeinem Händler gehen oder so, sagt mir mal, was das ist, sondern man muss die halt wirklich selber diese Fähigkeit haben. Und es ist wohl so, dass dann die Spezialwirkungen oder so einfach sonst nicht wirken, wenn man das nicht hat. Und soweit ich das so grob irgendwie in Erfahrung bringen konnte, sollte man da gegen später im Spiel hin durchaus einen Wert von 70 oder sowas ganz gerne mit haben. Oder mehr. Natürlich, unser Nahkampf wird für uns sehr interessant sein. Das kann natürlich auch über 70 oder so hoch wie möglich gehen. Hier hat man schon gesagt, will ich mindestens mal diese 30 erreichen. Das wird noch ein bisschen weiter erhöht. Und Verteidigung werden wir dann sicherlich auch noch ein paar Punkte reinbringen. Wir kriegen sicherlich noch ein bisschen was dazu, weil wir Konstitution natürlich auch noch ein bisschen hochbringen werden. Aber ja, da wird vielleicht auch noch ein bisschen was reingesteckt. Genau. Ja, dann war mit den ein paar anderen Skills hier, also dieses Schleichen, könnten wir uns sozusagen lautloser benutzen. Ich war fast am Überlegen, da wir relativ viel Stärke und so weiter haben werden, dass wir vielleicht eher etwas schwerere Rüstungen als Krieger und sowas nehmen. Und die wirken sich wiederum negativ auf das Schleichen aus. Von daher denke ich mal, macht das nicht so viel Sinn, dass wir uns hier voll rein investieren oder so. Müssen wir aber vielleicht mal sehen. Sinnesschärfe. Zeigt irgendwie versteckte Dinge wie Geheimgänge oder ähnliches an. Ist sicherlich theoretisch nicht ganz schlecht, aber ja, gibt auch nur ein bisschen einen Bonus hier irgendwie aufs Handeln oder so. Aber ich denke mal, wir werden, das ist vielleicht sowas, was man am Ende mal nehmen könnte. Astralbindung, Warn vor feindlichen Kreaturen. Gibt ihm im Kampf Informationen über Verfassung des Gegners. Ja, ich sag mal so, es wäre. Ja, wie schnell wir Mana zurückgewinnen, wir werden kein großer Zauberer werden, da ist es, denke ich mal, nicht so wichtig. Sicherlich, es würde nichts schaden, wenn das etwas höher wäre, aber wir müssen es nicht unbedingt haben. Ja, das alles andere haben wir alle. Und Fernkampf soll angeblich fürchterlich in dem Spiel sein, von daher werden wir es einfach ignorieren. So, dann haben wir hier unsere Startwerte, dann können wir uns noch aussuchen, wen wir nehmen. Den, den, den. Oder ihn hier. Gut, das ist eindeutig der Magier, ne? Diesen Pentagramm auf der Stirn. Er sieht ein bisschen sehr mitgenommen aus. Ich denke, die meisten einfach den hier. Ja, wir nehmen mal hier, komm, wir nehmen mal den Mann hier. Gut, ja, dann einfach mal fertig und dann gehe ich mal davon aus, dass wahrscheinlich irgendeine Startszene oder sowas spielt. Schauen wir mal, wie das hinhaut. Okay, Ladebildschirm. Okay, finden sich auch im Tagebuch. Rechts klicken Sie, um den Mausblickmodus in den Interaktionsmodus zu wechseln. Achso, hier können wir. Ja. Wow. Und hier können wir. Okay, genau. Hier können wir uns normal WASD wahrscheinlich bewegen. Also die. Mausempfindlichkeit ist natürlich extrem hoch. Wir müssen mal schauen. Zumindest beim Drehen. Ja, schon besser. Okay. Gut, dann kann man sich wirklich erstmal normal bewegen. Also einfach ziehen. Könnt ihr mitnehmen? Na, ja, man kann werfen.
Hey. Fremder, wir müssen hier weg. Ich kann mich nicht erinnern. An nichts. Nicht mal an meinen Namen. Was habe ich getan, dass ich hier bin? Die Goblins haben dich wahrscheinlich von hinten angefallen. Verdammte Goblins. Na los, sieh dich in deiner Zelle um. Da muss es einen Durchschlupf geben. Ich kann von meiner Seite aus nichts tun. Aha. Achso, was ist das hier eigentlich? Achso, okay, das sind unsere Attribute hier. Das wird wohl die Map sein. Okay. Also das ging, denke ich, auch über... die Karten hier. Über die F-Tasten. Okay, na, uns mal umsehen. Ah. Okay. Ah, okay. Waffe ziehen, okay. Den hier mal eins drauf. Mhm. Ach, das wahrscheinlich alles nehmen hier. Ich dich komme in Ablösung nach Essen. Du aufpassen Menschen, du Achtung sein mit Neuer. Ergucken gefährsam. Anatole, okay. Mhm. Gut, sind wir erstmal so weit rausgekommen. Also die Waffe sehen wir auch hier, ne? Knochen, Schaden 1. Haltbarkeit 3, wenn wir... Okay, die hält natürlich nicht besonders lang, aber ist erstmal nicht schlimm. Und eine Möhre. Ja, ich denke, man muss hier tatsächlich auch essen. Das werden wir sehen. Oh, könnte ich mal das saven hier? Benutze den Hebel da an der Seite meiner Zelle. Ich weiß nicht, wie diese Lautstärken hier sind, legt man noch Soundeffekte ein runter. Oder vielleicht einfach gesamt mal noch ein runter. Aber von der Sprache her war es ganz okay, ne? Dass man die halt auch versteht irgendwie. So. Achso, eine Den Wein haben wir jetzt gleich getrunken, aber soll's. Also, wir haben jetzt hier nichts zum Anzünden hier. Was haben wir denn hier? Achso. Hm. Frischer Fisch. Sauberer Teller. Okay, nee. Was haben wir denn hier für Zeug? Knochenhaltbarkeit 1 und 4. Ich denke, das können wir vergessen. Gehen wir nicht mal da drüben hin. Falls der eine, den wir haben, kaputt geht. Ist das jetzt... Ne, das war unsere Zelle, ne? Wir müssen ja hier noch eins weiter wahrscheinlich. Und ja, wie schon gesagt, man kann sie ja selber sehen. Kann man die Ratten erledigen? Ach ja. Oder auch nicht, sie hat zumindest... Ach ja, schau an.
Was? Ich glaube nicht, dass es uns irgendwas bringt, damit den Ratten zu interagieren. So, jetzt sind wir bei dir wieder. Ein Fallgitter. Gibt es hier einen Hebel oder so? Klack, klack. Klack, klack. Gut, du hast ihn. Öffne bitte meine Zelle. Muss nur bloß... Ach so, hier. Danke, Amshagar. Falls du dich deines Namens nicht erinnern kannst, behalte diesen. Er bedeutet, der keinen Namen hat, in einer alten Sprache. Mein Name ist Kulta und ich war Mitglied der Gilde der Reisenden, bevor ich hier gelandet bin. Amshagar. Also gut. Für den Moment werde ich mich so nennen. Was ist das für eine Gilde der Reisenden? Du hast wirklich dein Gedächtnis verloren, nicht wahr? Unsere Welt hat keine Sonne mehr und dort draußen ist nichts als eine endlose Einöde aus Eis. Nur jene, die für solch extreme Bedingungen ausgerüstet und ausgebildet sind, dürfen die gefahrvolle Reise zu den befestigten Städten tief in den Bergen antreten. Das sind die Leute von der Gilde der Reisenden. Gut, diskutieren wir das später. Lasst uns nun erst einmal von hier verschwinden. Ich bin verletzt. Ich kann durch dieses Loch nicht hindurch. Ich bleibe hier und warte, bis du die Tür öffnen kannst. Mach dir keine Sorgen um mich. Ah, okay, ich werde mich in diesem Goblin-Gefängnis wieder. Ich muss hier unbedingt fort. So, ja. Mal noch die Sprache selber wieder um eins lauter. Mit Gesamt lassen wir mal so. So. Irgendwas bei dir hier drin? Wahrscheinlich nicht, ja, sonst hat es irgendwas gesagt. Schauen wir jetzt nicht, was da drin ist. Das will nicht so leicht aufgehen. Ach so, zerstöre die Falltür. Okay. Und bist du sicher, dass ich da runterspringen soll? Okay. Gibt offensichtlich keinen Fallschaden, ne? Ebene 1 kennen wir also nicht. Okay, Ebene 2, Ebene 3 sind wir jetzt wohl. Okay. Mitnehmen? Ein Mauerstein. Naja, der so viel bringt. Totenschädel. Ah, nein. Also ich habe zumindest gehört, dass man sich irgendwie auch Tränke oder sowas brauen kann. Also nehmen wir ruhig mal natürlich die Kräuter mit einfahren. Naja. Naja, naja. Das ist sicherlich so gedacht, dass man sich hier überall mal ein bisschen umsieht. Ein Leichnam. Ah. Bessere Knochen als der. Weg mit denen, Mist. Alles nehmen.
Sie haben Ihre ersten Runen gefunden. Erfassen Sie ihn mit Ihrem Buch. Okay. Nun, da Sie die ersten Runen besitzen, öffnen Sie Ihr Buch und wirken Sie Ihren ersten Zauber. Das war, genau. Links klicken Sie auf einen Zauberspruch. Entzünden. Die Formel bleibt als Referenz. Okay. Steuerung. Um den Zauber zu wirken. Moment, da müssen wir uns mal in der Nähe von so einer Fackel mal hinstellen. Wo ist denn hier eine? Die Fackel. Ach ja. So. Ah, okay. Ah, gut. Moment, Moment. Hey, greifen wir uns hier an. Hast du hier rohe Rippchen? Na, nehmen wir mal mit. So. Ah, okay. Also zumindest mal ein bisschen Rüstung. Achso, und dann steigt das hier dann auch an. Okay. Ja, die sind nicht mehr extrem haltbar. Das ist schon okay. Ihre Lebenspunkte steht irgendwie da. Da, wie viel wir da aktuell davon haben? Nö, ne? Genau. So, jetzt muss ich noch mal kurz nachlesen hier. Griechen war X. So, kurz mal weg gewesen, sind wir wieder da. So, das könnte ich jetzt natürlich nicht so schnell lesen, weil uns nebenbei halt dieser Gegner angegriffen hat. Wie kann man sich jetzt so einen Zauber vormerken? So scheint er ihn sofort zu machen. Vielleicht kriegt man das noch kurz über die Steuerung raus. Magie-Modus, Control. Also C ist. Ah, das andere war gedrückt halten, okay. Seitwärts gehen. Okay, Mensch, Maus weg. Zauber abbrechen, die.
Okay, weiß jetzt erstmal nicht. Sein können, dass man da irgendwie. Achso, das sind hier diese. Ah, okay. So kann man sich den dort hingeben. Okay, das war jetzt. Tja, jetzt leider nicht lesen können. So, dann gehen wir mal da noch hin. Es sind noch mehr Ratten. Gibt es einen Grund, warum wir das nicht mehr haben? War die ganz kaputt gegangen, die Waffe? Oder haben wir die jetzt so einen Grund abgelegt? Na gut. Okay. Oh, irgendwas haben wir hier auf jeden Fall gemacht. Ne? Einiges an Erfahrung gegeben. Achso, ja, es sind, denke ich, nicht nur Gegner, sondern auch Quests und irgendwelche solche Sachen. Das ist ja schön. Und sowas ist auch stapelbar. Oh, aber die Steinchen beschädige ich nicht. Ne? Kann so schwer sein. Ich weiß noch nicht, wann uns das anzeigt, wenn wir dann hungrig werden oder so. Machen wir gut. Ja, fahren. Schädel. Mauersteinchen. Okay, das wohl. Also genau, da drüben war dieses Gitterchen. Das ist die Minimap, okay. Ja, ich denke mal. Okay, dann mal tiefer rein hier. Hier mal sanft auftrennen, weg, gehen mal hier rein. Mal hier. Ein großes Rad. Ich sehe hier mal Wasser rein, da wird hier irgendwas angetrieben haben. Ne? Ist das hier ein Lift oder sowas? Ein Hebel. Irgendetwas stimmt nicht. Ah, okay. Schwerer Stein. Ist es eine Druckplatte hier? Was ist das hier unten? So ein Muster hat. Irgendetwas stimmt nicht. Ah. Heißt, doppelklicken Sie auf ein Seil in Ihrem Inventar. Ne, ein Seil haben wir noch nicht. Das zu befestigen. Okay. Okay, und dann müssen wir das eventuell dann wieder beschweren, vielleicht sogar. Ah, okay. Nee, Seil haben wir noch keins. Na gut. Es ging ja auch noch dort oben bei den Spinnenweben weiter.
Zahnrädchen oder so. Lass mal hier lang. Irgendwelche Froschgeräusche. Ich bin mir sicher, dass wir wahrscheinlich auch, also wenn wir Rattenfleisch essen, können wir wahrscheinlich auch Froschschenkel machen können, aber muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, ne? Amikas Stein. Okay. Wir nehmen es mal mit. Das war ein Frosch. Wasserlilie. Alles mal her. Da geht's rein. Und es geht hier lang. Ja, schon eine ganz schöne Map hier. Entfachen Sie die Feuerstelle mit dem Zauberspruch anzünden und legen Sie rohe Nahrung auf das Feuer, um es zu braten. Ein Pilz. Ich denke, gehe mal davon aus, den kann man wahrscheinlich auch so essen. Obwohl. Und gebraten ist wahrscheinlich besser. Ein Knochen. Also nicht so zum Essen gedacht. Okay. Ein Leibbrot. Das ist mit so einem frischen Fisch hier. Oh. Ein gebratener Fisch, ne? Leibbrot. Ich gehe mal davon aus, dass er schon fertig ist. Achso, rohe Rippen. Ja. Mit F können wir die einmal essen. Ja, schon klar, ich weiß noch nicht, wo die Hungeranzeige ist, aber essen wir mal ein paar gebratene Rippen, da kann ja nicht schaden. Ein Krug. Ja. Ein kaputter Hocker. Hm. Also hier hinten ging es jetzt nicht weiter, ne? Ach nee, doch, euer, die haben wir uns nur. Ach nee. Hier ist ein Ende erstmal. Okay. Ja, wir wollen ja das hier alles nur so ein bisschen erkunden. Dann gehen wir erstmal hier lang. Und sind dann hier. Wir kamen von da, richtig? Und gingen dann hier hin. Ah, okay. Also, das war jetzt interessanterweise Spinnenweben jetzt hier schon einfach aufgewiesen. Das sind lauter Frösche. Okay, hier geht es also einmal im Kreis rum. Das heißt, vielleicht dort in der Mitte war ja noch so ein Eingang. Kann man eigentlich. Das Schiff ist es nicht. Da kommt man ja so vor, als ob wir langsamer gehen. Dann ist es wahrscheinlich schon der schnellere Laufmodus hier. Das ist, denke ich. Dann ganz langsam. Ein Leichnam. Rechts klicken Sie auf einen schon entsprechenden Zauber zu merken. Okay. Magisches Geschoss. Was haben wir hier? Trank gegen Gift. Du bist. Arzneikräuter. Du hast von der Farbe her das ja, ob das einfach so funktioniert. Lebenstrank. Du bist gelb, also Wasserlilie wäre interessant. Aha. Na gut.
Aber noch kein Seil. Aber nicht, dass wir das oben irgendwo hätten finden müssen. Aber auch nicht, dass wir einen Hocker mitnehmen können, oder? Ja. Mitnehmen. Oh. Was kommt denn da? Eine Riesenspinne? Schon mal grünes Blut? Ah, das heißt, du kannst uns vergiften. Das ist bestimmt nicht so gut. Und ich kann mal nicht anklicken. Okay. Ich hoffe mal, dass uns das jetzt nicht gleich sofort umbringt. Wir haben einen Trank gegen Gift. Na gut, ich meine, wir können jetzt einfach mal speichern, oder? Schauen, ob sie jetzt diese Lebensenergie jetzt hier schnell hier nach unten entwickelt. Nö, der Gift ist erstmal wieder vorbei. Okay, vielleicht ist es auch sowas, dass man da wirklich mehrmals getroffen werden muss, bevor man da irgendwas Spezielles merkt. Oder vielleicht einfach nur die Attribute senkt, solange man vergiftet ist. Habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet. Okay, das ging ganz gut hier. Das war eine kleine Spinne. Sah mehr aus als die große. Okay. Ja. Die Knochen halten halt nicht besonders lang durch. Wir kriegen immerhin ein bisschen Erfahrung für diese Gegnerchen. Noch eine Leiche. Ein Fass. Ah. Okay. Bist du hier? Ein frischer Fisch. Brot. Okay. Was hast du hier Schönes? Eine Fackel. Den Knochen werden wir nicht brauchen. Okay, aber den Trank natürlich schon. Und das sehen wir schon, wenn wir bald ein bisschen Inventar-Tetris hier spielen müssen. Okay, genau. Also die Spinnen können wir nicht angreifen. Na gut. Achso, wie sieht denn das jetzt hier aus? Haltbarkeit? Null. Ach, du hast schon null. Dann gleich weg damit. Noch einen Dreierknochen. So, jetzt haben wir erstmal dieses Seil hier. Okay, so mal das hier ist. Das ist der Schleichmodus mit Schiff, okay. Da drüben rechts ging es bestimmt nicht rein, ne? Achso, der. Ob er wirklich was ist, vielleicht ist er bloß das Loch. Hier ist auch eine Platte. Okay.
ihr Inventar. Okay. Oh, können wir gleich Level-Up-Waffe bekommen. Klicken Sie auf das Kreuz, wenn Sie Ihre Statuspunkte. Okay. Verteilen Sie Ihre Punkte. Wir kriegen einen, ne? Also, und 15 Skillpunkte. Genau. So, das hatte ich mir, wie schon gesagt, schon mal vorgemerkt. Wir werden erstmal einen auf jeden Fall mal mit bei Stärke reingeben. Also, die ersten paar Level bekommt man, denke ich, relativ schnell. Man braucht, denke ich, dreimal jeweils 2000 Erfahrungspunkte oder so. Und dann steigt es halt ein bisschen an. Geben wir erst nochmal einmal hier auf Stärke. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten. Erwähnung gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das jetzt sozusagen direkt von der Reihenfolge her machen. Wir werden mal noch ein wenig hier schon mal noch ein bisschen was dazugeben. Also wenn wir Intelligenz, habe ich hier vor, noch zweimal zu erhöhen, da müssten wir theoretisch 4 Punkte nochmal mit drauf kriegen. Machen wir es erstmal so. Ich will das hier auch mal auf 30 schon mal bringen. Objekt schon mal dahin. Ja, für den Moment. Noch ein bisschen hier rein. So. So. Ach Moment, vielleicht wenn wir beides beschweren, macht er dann irgendwas? Wir haben jetzt hier nichts Spezielles gesehen, oder? Da könnte natürlich sein, dass es so oben. So, ich habe mal, sind jetzt wieder, ich weiß nicht, jetzt hat mir gerade die Vorschau nicht so richtig angezeigt, ob wir jetzt schon wieder live sind oder nicht. Okay. Das könnte natürlich schon irgendwas zu bedeuten haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hat das vielleicht irgendeine Auswirkung auf irgendwas, was wir hier hinten hatten, irgendein Tor oder sowas. Da kann natürlich auch irgendwas sein, was erst zukünftig noch kommt, was jetzt eine Auswirkung hätte. Das ist die einzige andere Tür, die wir hatten, war hier hinten dieses Gitter. Und da hat es ja offensichtlich erstmal nichts gemacht. Na gut. Wir nehmen jetzt mal beides weg. Und fahren wir da hoch.
Boom. Einfach mal hier lang. Okay, viele Wege. Mich dich zur Zelle zurückbringen. Stirb, du lausiger Robin. Ich dich zeig, wie kämpfen geht. Du verfaulen wirst bei Würmern. Du dich denkst. Du wiederkommen. Kämpfen. Du verfaulen. Okay. Wir haben ihn. Ein Goblin-Lord. Ein Stück Holz. Um den Mechanismus zu reparieren, drücken Sie auf den Hebel, den Sie gerade gefunden haben, und an der Hebelbefestigung an der Wand. Okay. Die müssen wir erstmal finden. Beziehungsweise ich würde natürlich auch gern mal wissen, aber scheinen sich relativ schnell wieder die HP zu regenerieren. So. Naja, mit diesen Rippchen hier. Noch mehr Steine. So, der hat hinter uns das zugesperrt, Obi. Hier waren wir ja noch nicht. Eine Hinweistafel. Markerraum. Nicht einfach so aufgehen, ne? Ist, denke ich, dicht. Ach hier. Kaputter Hebel. Gut, ja, ich gehe mal davon aus, dass er uns jetzt da eingesperrt hätte. Also beziehungsweise, dass wir da nicht explizit dort rauskommen. Ich weiß nicht, wo uns das jetzt hier hinführt. Also ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwas übersprungen haben. Großartiges. Ich denke mal nicht, ne? Aber ich denke, wir kamen von da. Na gut, das können wir wahrscheinlich auch nicht einfach so aufprügeln hier. Sehen wir mal nochmal. Okay, dann mal auf hier. Auf das Treppen-Icon, um auf eine andere Ebene zu gelangen. Oh, hier hin? Ah, okay. Gut, hätte aber so machen können, dass er einfach dahin läuft. Ich meine, ja, kommt der Mann eigentlich mit? Hallo? Wo ist der jetzt eigentlich hin? Das steht noch da. Nachdem du durch das Loch verschwunden warst, hörte ich ein Geräusch. Ich versteckte mich, bis der Goblin hereinkam. Diesmal habe ich ihn erwischt, den Bastard. Okay. Dann folgen wir ihm mal. Du machst das mal Feuer. Sehr in Ordnung.
Besser du gehst jetzt, Amshagar. Okay. Gut, aber wir haben gesehen, hier hinten ist jetzt das Gitter wieder offen. Dann können wir das natürlich nochmal mit erkunden. Wir können jetzt natürlich nicht unbedingt hier irgendwas offen lassen. Aber den Zeug können wir dann ja nochmal braten. Fässer wahrscheinlich. Ein Dolch. Meine lieben Freunde, das ist ja mal was. So. Aber mir ist auch noch eine kleine, also nicht, aber schauen wir sein. 19 Haltbarkeit. Oh. Also insgesamt maximal 50, aber. Arzneikräuter. Und noch so eine Lilie. Sehr schön. Und das hat man wahrscheinlich sogar schon gesehen hier. Ah, okay. Ja, noch ein Fisch. Auch noch grillen. Ich weiß nicht, ob es dann eine Haltbarkeit dann von diesen Essen sozusagen gibt, in entweder rohen oder, ich meine, theoretisch müsste es im gebratenen Zustand wahrscheinlich noch ein bisschen länger halten. Ja, da war das hier noch. Wir wissen halt jetzt nicht. Hier irgendwas zu bedeuten hat. Also jetzt haben wir es ja. Ah, okay, ja, genau. Wir haben es jetzt genau umgedreht. Ah. Ich dachte ja noch, dass das hier irgendwas sein muss. Genau. Hier gibt es nicht noch ein. Nochmal was. Eine Schmiedezange. Kann ich mitnehmen? Ne? Ein bisschen Stuhl. Ja. Topf. Brauchen wir dich für irgendwas? Ne. Ein kleiner Metallschlüssel. Flasche Wein. Achso, mal wieder ein Rädchen hier. Okay. So, was ausgehalten hier. Ein Apfel. Komm, der essen wir einfach mal. Eine Fackel. Fackel. Einsatzwerkzeuge. Ah. Ich brauche schon mal zwei Dings hier. Bist du stapelbar? Ja. Okay. Ja, wir haben ja schon mal einen Schlüssel und so weiter. Haben wir jetzt hier irgendwo. Ach so, vielleicht ist dafür den Lagerraum? Interessant. Wir haben noch ein Seil. Na gut, Seil kann ja nicht schaden.
hier lang, ne? Würde ich sagen, save nochmal. Eine Tür. Ach so, okay, wir haben den sozusagen einmal hier angewendet und dann war es halt offen. Ah, na gut. Ja, ist eigentlich theoretisch logisch, dass ein Schlüssel nicht einfach verschwindet, nur weil man einmal damit eine Tür aufschließt. Aber gut, man hat sich halt so dran gewöhnt. Das Mehl. Nehmen wir mal mit. Ach, ein Nudelholz, ne? Hier unten wird's braun. Hat das irgendwas zu bedeuten? Kann doch bestimmt. Einfach. Oh, wo ist das Mehl jetzt hin? Frischer Fisch und Hühnerbein. Okay, auch mal her damit. Eine Kiste. Oh, ein voller Dolch. Den können wir die alten Knochen mal weghauen, so langsam. Null, weg damit. Wir nehmen jetzt erstmal diesen 19er Dolch hier. Ja, na, dann müsste ich ja dann auch Schaden machen, genau. Ja, wie genau das jetzt mit diesen. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass wir mit den Nudelholz jetzt hier irgendwann machen können. Mauerstein. Ich meine, die werden ein bisschen was wiegen, wenn man irgendwas beschweren muss, aber. Okay. Also, er hatte hier eine Feuerstelle nochmal gemacht. Ja, mit Schiff dann aufheben. Okay, das passt auf jeden Fall hin. Bestimmt ein bisschen näher noch ran. Okay. Das ist groß. Nee, nicht nach oben. Okay, das reicht auch so. Sehr schön, dann brauchen wir auch nicht doppelten Platz hier. Können wir mit dir irgendwas machen? Ja, Ruhe ist mir. Vielleicht brauchen wir erstmal
Also ich war mir sicher, dass er im... Ah, mit Wasser wird daraus Brotteig. Mal schauen. Jetzt haben wir ein richtiges Brot. Was nicht sockelbar ist, weil es anders aussieht, okay. Es kann sein, dass man dieses Nudelholz dazu grundlegend braucht. Wenn wir das jetzt nicht hätten und würden das nur ins Wasser tun. Passiert erstmal nichts. Ich weiß nicht, wo das Mehl hin ist. Ah, okay, dann ist das Mehl jetzt einfach weg. Huh? Da käme ich jetzt nicht aus. Aber mit einem Nudelholz kann man offensichtlich mehr Brot machen. Hm. Na gut. Und mit diesen Werkzeug hier kann man sicherlich Waffen und sowas nicht mal reparieren. Also Hähnchenbein, bist du noch roh? Kann aber sein, dass es vielleicht sich auch schon gebraten ist. Also Mensch, so ganz genau kann ich das jetzt nicht einschätzen, aber könnte schon sein, ne? Okay, na gut. So. Und dann war jetzt mal hier hoch.